Hallo und herzlich willkommen zum Adventures Friday und wir spielen heute mal wieder das Spiel Heroes of the Storm. Ich schaue mir mal den Charakter aus, welchen wir nehmen. Ich habe zuletzt jetzt gestern habe ich aufgenommen, aber habe ich nicht aufgenommen, habe ich vergessen aufzunehmen. Hatte ich den hier gespielt. Dann schauen wir mal schnell. Ich brauche ja, meine Charaktere müssen ja Level 5 sein. Der ist gut, der ist auch noch gar nicht Level 5. Dann würde ich mal sagen, dann spielen wir Moradin als Tank. Oder Krieger ist er ja. Ah ne, warte mal. Suppression, zu Suppression. Was für Quest habe ich denn noch? Spezialisten und absolviere 8 Spiele. Dann schauen wir mal nach einem Spezialisten. Das ist nicht meiner. Der ist schon Level 5 und der ist auch nicht meiner. Dann machen wir die 8 Spiele. Ich brauche ja alle auf Level 5. Gut, bleiben wir bei denen. Ich denke mal, nach der Runde ist er auch Level 5. So, dann werden wir also mit Moradin spielen und hoffen, wir gewinnen. Und hoffen, wir haben ein gutes Spiel. Also gestern, das Spiel, was ich vergessen hatte aufzunehmen, das war ein relativ... Das erste war richtig scheiße gewesen. Vom zweiten, das war richtig gut gewesen. Da habe ich mich geärgert, dass ich es nicht aufgenommen habe. Ja. Mal hatte ich die Quest fertig gemacht. Absolviere 3 Spiele mit einem Krieger. Moradin ist ja Krieger, Nahkämpfer. Und dadurch hat mir gedacht, mach ich die Quest fertig. Da war mit den Reit hier. Wie lange noch? 40 Sekunden. Skin habe ich leider auch keinen anderen. Auch keine andere Farbe. Fähigkeiten. Kann sich hier anschauen. Ich nehme eigentlich immer hier den Avatar. Dann erhöht sich meine Lebenspunkte. Weil ich gehe bei denen meistens immer auf Tank und wenn ich mehr Leben habe, ist ein bisschen besser, als wenn ich die zurückschlagen kann. Obwohl es zurückschlagen auch manchmal sehr sinnvoll ist, wenn einer wegrennen möchte und du stehst vor denen. Also springst du mit denen nach vorn und dann schlägst du ihn wieder zurück zu den anderen. Aber meistens... Nee. Ich bleib bei Avatar. Ich mein Leben ist immer gut. Hier können wir mal die Fähigkeiten anschauen bei Level 1. Da benutze ich meistens immer verringerte regelmäßig den Schaden erlittener Autoangriffe. Also kriege ich weniger Schaden von... Oh, noch ein Tank. 2 Tanks, ein Heiler. Und 2 DDS. Schauen wir mal. Ich darf ja nicht dahin gehen, wo ETC geht. Obwohl gestern der eine ETC ist auch mit mir gelaufen. Das hat einen super gerockt. Er hat sich immer ein bisschen hochgehalten, meine Heilfähigkeit. Also ich heile ja auch immer nebenbei ein bisschen hoch. War eigentlich richtig gut gewesen. Wir haben hier auch einen Tank. Einen Heiler. Wie, weiß ich jetzt gar nicht. Das ist auch ein Heiler, soweit ich weiß. Und das ist der. Aber die? Egal. Schauen wir. Und gestern beide Runden waren in dieser Strecke. In dieser Strecke oder in dieser Arena. Und jetzt sind wieder die Arena. Das kann doch nicht wahr sein. Immer diese Arena. Die erste, wo wir verloren haben, hat der Gegner nicht einmal den Adler gehabt. Nur immer wieder dreimal und wir haben trotzdem verloren. Das war so übel.
Wir hatten auch mehr Levels wie die. Also, wir waren in höheren Level als der Gegner. Aber wir haben verloren. Das hat mich geärgert. So. Lautschrank verringert die Angriffsgeschwindigkeit vom Gegner. Getroffener Helm verstärken Sturmschlag. Bleiben wir bei der Fähigkeit Tank. Da oben geht der lang, da gehen die lang. Okay. Dann gehe ich unten lang. Gut, ETC. Okay. Lass den Kampf beginnen. Good luck, have fun. Zeigt mir, wo es lang geht. So. Ach, der ist auch ein Tank. Mal kurz heilen. So, die zweite Fähigkeit erhöht die Heilung durch lange Atem. So, einer tot, ich tot. Das war ja gerade mal wieder spannend. In der Mitte ist keiner. Zu
Zollt mir Tribut oder stellt euch meinen Fluch. Ihr habt die Wahl. Aus dem Weg! Haben die das nicht genommen, Mensch? Ich mach das extra. Dass die das nehmen und dann nehmen sie es einfach nicht. Haut den um. Geht doch. Gut getötet. Ach, der ist weg. Nice, nice, das hat doch gut hingehauen. Ich empfehle, diese Söldnerlager einzunehmen. So, was für eine Fähigkeit nehmen wir jetzt? Sprung, automatischer Angriff. Betäubt, automatischer Angriff, verringert die Ablenkzeit von Fähigkeit. Das ist cool. Oh, die brauchen Hilfe in der Mitte. Hilfe brauchen sie. Dieser Held muss sterben. Nein, ich renn außen rum. Ich dachte, da ging es auch lang. Wollen wir sehen, wer mir dieses Das sieht ja mal gar nicht gut aus. Ich bin eurer lustigen Streitereien überdrüssig. Und erringt meine Gunst. Auf geht's! Naja. Wenn die zu dritt auf mich einschlagen, kann ich nichts machen. Das sieht ja mal wieder ganz übel aus. Naja. Ich sag dazu nichts. Thank you.
überdrüssig. Zollt mir Tribut und erringt meine Gunst. Zeit, ein paar Knochen zu brechen. Mein Fluch lastet auf euch hin. Wir haben es eigentlich. Werdet ihr ihn überleben? Das haben wir verloren. Könnte er den Schaden um Fähigkeit. Ja. Das haben wir jetzt auch verloren. Das sah am Anfang so schön aus. Und jetzt kriegen sie schon die ersten. Wir haben noch nicht einen Turm von denen kaputt. Gegner greift eure Zitadelle an. Naja, wie gesagt, das haben wir sowieso verloren. Also das ist, muss ich sagen, die schlechteste Runde, die ich jemals gespielt hatte. Wir haben nicht einen einzigen Turm von dem mal angekratzt. Das steht noch alles. Das steht alles. Da steht alles.
Deine Zeit ist abgelaufen. Hm. Ah. Wir brauchen den Boss hier. Oh, dabei kann ich helfen. Mein Fluch vergeht doch nur. Nein, das kann nicht sein. Ach. Am Ende gerade lief es doch noch ein bisschen besser, aber ne, das war eine schlechte Runde. Aua. Ärgerlich, ärgerlich. Dann schauen wir mal auf die Statistik. Oh, Level 5, aber er ist Level 5 geworden. Statistik. Ich habe 11.000, ich war der Beste aus unserer Gruppe. Also ich sage immer nach die EPs, wer da am meisten EPs hat, der war halt am besten. Für mich war jetzt der hier am besten, der Heiler. Danach kam der Tank, dann die und dann ich. Ich habe auch nur 3 Kills, 9 Unterstützungen nur. Bin 5-mal gestorben. 5-mal. Die meisten EPs verliert man halt, wenn man stirbt. Obwohl der ist nur 2-mal gestorben oder die ist nur 2-mal gestorben. Hat ein Kill mehr, hat genauso viel Unterstützungen, hat allerdings weniger Schaden gemacht. Geheilt hat es auch nicht so viel. Ich habe am meisten weggetankt. Ich muss wieder WoW spielen. Da kann ich tanken. Unsere Stufe war 19, deine Stufe war 21. Okay. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.